Hallo ihr Lieben, euer Girl, Sicha und herzlich willkommen zurück zum knallharten Tasters. Heute mit Linsenchips, Oriental. Wirklich, Linsenchips, ich kannte ja vorher nicht, habe ich im Laufe des Taste-Tests kennengelernt. Jetzt möchte ich auch nur Oriental ausprobieren. Kann ich mir bei den Linsenchips gar nicht vorstellen, dass das jetzt die coolste Kombination ist. Aber ja, Oriental kann auch immer ganz lecker sein, nur so ein bisschen Gewürz. So orientalische Gewürzbasar. Das könnte auf jeden Fall ziemlich lecker werden. Zumal die anderen Linsenchips ja auch alle nicht enttäuscht haben. Das heißt jetzt Paprika oder Sour Cream. Ich muss das aufschneiden, da ich keine Kraft habe. Ich kriege nicht meine Chips-Tüte auf. Ja, ich bin ein sehr starkes Girl. Guckt euch diese Muskeln an. Ja. So geht das. Das Einzige, was ich wirklich schleppe und wo ich ein bisschen Muskeln aufbauen könnte durch, werden die Energy Drink Lieferungen. Ich bestelle immer drei Paletten und ihr glaubt gar nicht, wie schwer das ist, die hoch zu transportieren. Die 48 Treppenstufen. Naja, wenn es Chips Oriental, dann gebe ich denen mal eine Chance. Oh, okay. Riecht ein bisschen wie Pommenbär. Ketchup-artig, gewürzartig. Bisschen wie so eine Imbissbude im Swimpark. Hohenhagen Freizeitpark. Ihr wisst schon, mit Safari und mit Karussells. Wenn da so ein Schnitzer mit Pommes und Ketchup bestellt hast, so auch das. Komisch. Also so orientalisch, arabisch oder so. Riecht das jetzt nicht. Das riecht eher nach Imbissbude. Schmeckt nicht schlecht, kann man essen. Haut mich jetzt wenig nicht vom Stuhl. So viel bessere Chips. Ihr wisst ja, Taste-Test. Chips und Energy-Drinks. Die haben es bei mir besonders schwer, bin ich am härtesten. Nichts Besonderes. Schmeckt irgendwie nach Imbissbude. So leichten Gewürzen. Gewürze sind immer ultra dominant. Ich hatte orientalische Chips hier getestet. Ich meine auch im Taste-Test, wo ich wirklich Gewürzexplosion hatte. Ich dachte mir so, boah, was ist das? Das ist ja so intensiv und krass und oh mein Gott. So orientalisch, so heftig. Das hier, das schmeckt einfach nur Imbissbude. Weiß nicht. Das sind jetzt echt nicht die besten, ne? Nee. Linsenchips empfehle ich wirklich. Sour Cream, das sind die besten Linsenchips. Die hier sind echt meh. Schmecken nicht kacke oder so. Aber ganz ehrlich, die gesalzenen Chips, die ganz normalen Funny Fresh Chips gesalzen, schmecken cooler als die hier. Und das will was heißen. Ja, weiß nicht. Ich würde 6 von 10 Punkten geben. I mean. Toll essen, schmecken. Aber wirklich nichts Besonderes. Und es gibt so viele bessere Chips. Ich könnte ja 30 Sachen sagen, die besten sind als das hier. Und das ist kein gutes Zeichen. Wirklich ziemlich enttäuschend. Mich eigentlich drauf gefreut. Es war jetzt eine Enttäuschung. Naja, man kann nicht immer Glück haben, ne? Ganze Woche drauf gefreut, bisschen Taste das mache und jetzt diese Enttäuschung. Naja, so ist es halt beim Taste Test. Manchmal sind die Erwartungen zu niedrig, manchmal sind sie zu hoch. In dem Fall waren sie zu hoch. Aber so hin und wieder findet man dann auch mal so ein Hidden Gem. Das hier ist kein Hidden Gem. Leicht pikant,
Gewürze schmeckt dann schon ein bisschen raus. Oh. Nee, nichts Besonderes. Wirklich. Kriegt nicht den Zierstempel. Ist okay, aber kriegt nicht den Zierstempel. In diesem Sinne würde ich sagen, falls ihr die kennt, schreibt eure Meinung auch gerne mal in den Kommentar, ob ihr die auch so. Ja, wie soll ich sagen? Schwach findet. Also sie sind ja jetzt nicht schlecht. Aber ich habe mir da was ganz anderes unter vorgestellt. Viel intensiver und alles. Naja. Würde mich eure Meinung mal zu interessieren. In diesem Sinne würde ich sagen, Daumen hoch, falls euch gefallen. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao und stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!